Ich bin Sabine Schwenk von der AOK Ulm-Biberach und ich freue mich heute, mit zwei Kollegen da zu sein, mit Jürgen Weber von der AOK Ulm-Biberach und mit Herrn Grenz von der AOK Günzburg. Und wir wollen einfach nochmal die Gelegenheit nutzen, alle zum Mitmachen aufzurufen. Wir haben schon mehr Teilnehmer als letztes Jahr, ganz wunderbar. Wir bitten alle unsere Mitarbeiter, sich noch anzuschließen. Das AOK-Team ist im Moment 65 Personen groß, darüber freuen wir uns sehr. Und es gibt ganz viele Teams. Zwei möchte ich gerne erwähnen. Das größte Team ist das Team von Teva, genau wie letztes Jahr. Und besonders gefreut habe ich mich über die flotten Oldies vom Seniorenrat. Auch die laufen mit. Ich möchte noch einen kleinen Appell in Richtung der bayerischen Firmen richten. Melden Sie sich noch an, wie Möglichkeit besteht. Und auch da, dass wir von bayerischer Seite aus einen guten Beitrag viele Kilometer kriegen und viele Teilnehmer und Kilometer kriegen. Danke. Ja, und ergänzend zum Schluss, der Startschuss ist zwar gefallen, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, sich anzumelden, auch bis einen Tag vor Schluss. Und deshalb, wir haben jetzt gerade im Moment aktuell knapp über 3.500 Teilnehmer. Und es wäre natürlich schön, wenn wir das noch ein bisschen steigern könnten. Vielleicht knacken wir ja die 5.000, wer weiß. So kleinere Ziele muss man sich ja setzen. Also in dem Sinne, machen Sie mit und sammeln Sie auch aktiv Kilometer. Danke.